Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, die Landesregierung musste angesichts der Infektionszahlen neue Maßnahmen setzen. Wir müssen jetzt neue Einschränkungen auch erleben. Wir haben uns als Landesregierung zum Ziel gesetzt, auch in dieser Phase die Kleinkinderbetreuung, Kindergarten, Grund-, Mittelschule weiterhin aufrechtzuerhalten, auch die Oberschule. Hier wird es Präsenzunterricht weiterhin geben, aber das ist ein Ziel und das andere, das ist jenes, die Arbeitswelt weitestgehend zu erhalten. Denn wir wollen nicht mehr das erleben, was wir im Frühjahr hatten. Gleichzeitig müssen wir aber schauen, uns in Bezug auf unsere Freizeitaktivitäten, auf all das, was Menschenansammlungen mit sich bringt, eine Zeit lang zu verzichten. Das wird jetzt im Monat November so sein, damit wir diese Welle, die leider heftiger gekommen ist, als es die Experten angenommen haben und vor allem schneller, jetzt so bald wie möglich brechen können. Wir können jetzt aber auch eine Chance nutzen. Wir haben jetzt eine Woche lang Schulferien, das heißt, eine Woche lang sind alle diese Einrichtungen geschlossen. Wir werden weniger Druck auf den öffentlichen Personennahverkehr haben, auch weniger Menschenansammlungen, die damit verbunden sind. Wir sollten diese Woche aber auch nutzen, sonstige Menschenansammlungen zu vermeiden, sonst verpassen wir diese Chance. Und deshalb gilt mein Appell, dass wir jetzt diese kommende Woche dafür nutzen, nicht nur einfach die Regeln als Einschränkung zu sehen, sondern diese Woche auch als Chance zu sehen, ja, eben selbst eher im kleinen Kreis zu bleiben, die Zeit zu nutzen, natürlich weiterhin zur Arbeit zu gehen, wer seinen Arbeitsaktivitäten nachgeht, aber außerhalb davon nicht Dinge zu planen, die wieder zu zusätzlichen sozialen Kontakten führen. Versuchen wir, diese einzuschränken, zu vermeiden und gerade diese Woche auch im Besonderen zu nutzen. Das hilft uns, diese aktuelle Infektionswelle zu brechen, damit wir dann möglichst rasch wieder Einschränkungen auch zurücknehmen können, denn das ist unser aller Ziel.